Güte, die Dirigentschaft hat den Radiolaria-Strom zum Kern des Planeten umgeleitet. Wir kennen ihr Ziel. Enthüllen wir ihre Methode. Ein Kontingent der Schattenlegion interessiert sich wohl für Sundarischs Pläne. Weshalb und auf wessen Befehl, wissen wir nicht. Komm ihnen zuvor.
Sundaresh erschafft Mannigfaltigkeiten unter den Vex und stiftet in ihrem Kollektiv zur Individualität an. Bisher wurde jedes Vex-Kollektiv von einem Verstand gelenkt, im Einklang. Maya hat ein Kollektiv zur Gemeinschaft gemacht. Das macht sie unberechenbar. Wir müssen unsere Taktik anpassen. Dieser Vex-Geist agiert als Wärter für den Planetenkern. Eine Immunreaktion auf die Schattenlegion. Faszinierend.
Welche Sneak? Thank you.
Ishtar-Gebäude, hier. Errichten die Vex Gebäude aus Sundareshs Erinnerungen? Quasi als Rekonstruktion? Trost im Vertrauten finden und die Vex zwingen, ihr das zu geben, was sie braucht. Klingt nach Maya.
Treue-Test. Wie lautet der Name unserer Tochter? Was? Maya? Wie lautet der Name unserer Tochter? Wo bist du? Was geht hier vor? Bitte, Maya! Wie lautet der Name unserer Tochter? Nisa. Mehr Details. Wir haben wochenlang diskutiert. Die parthenogenetische Inkubation im Labor lief gut. Dann kam der Untergang. Alles ging so schnell. Wir mussten weg, wir... Antwortverzögerung nicht akzeptabel. Entmagnetisiere Exogeist. Nein! Osiris, ich kenne deine Berichte vom Neptun. Das war Kiyoma Essi. Was hat Maya getan? Sie sucht nach etwas. Kiyoma ist ihre Nulllinie, um unser goldenes Zeitalter unter den Simulationen zu finden. Wie entsetzlich. Ich fürchte, das ist nur der Anfang. Sundaresh hat eine starke Vex-Armee aufgestellt.
Sundaresh befehligt die Vex nicht einfach nur. Sie übernimmt die Kontrolle über ein ganzes